Hallo, ich bin die Julia vom Jugendtreff You und heute haben wir eine interessante Talkrunde zum Thema Sexualität und hierfür haben wir auch tolle neue Gäste eingeladen, die sich jetzt einmal selbst vorstellen. Hi, ich bin Sophia Krämer, ich bin vom Jugendzentrum in Graben-Neudorf und arbeite bei der Caritas und bin heute hier in dieser schönen Runde. Genau, und ich bin die Iris Elste, auch beim Caritas arbeitend und in der Schwangerschafts- und Familienberatung. Ja, freue mich auch auf das Thema und habe heute noch meine Studentin mitgebracht, die ganz kurz sich selber vorstellt. Ich bin die Theresa und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin die Deborah und ich bin im Jugendtreff Odenheim und in Tiefenbach. Ja, wie ihr wisst, haben wir ja ganz viele Verhütungsvideos aufgenommen. Danke dafür, Iris. Danke. Könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. Und das Thema, dass man quasi bevor der Orgasmus kommt, einfach rauszieht, dass das verhüten kann, war immer mal wieder Thema. Jetzt wollte ich mal fragen, habt ihr da irgendwie Erfahrung zu? Was sagt ihr zu diesem Thema? Ist das sicher? Ist das sicher? Nein, definitiv nicht. Ja, das war auch so ein Thema, was ich so ein bisschen ausgeklammert hatte in den Verhütungsvideos, weil es nämlich keine Verhütung ist, sondern man meint immer noch, dass das irgendwie funktioniert, aber ja, ich glaube, wir wissen alle, dass das so nicht klappt, oder? Und das ist ein ganz großes Thema auch bei uns im Jugendzentrum, weil ich glaube, Jugendliche wissen auch einfach nicht, dass es diesen Blutstropfen vorher gibt, dass es da so viel körperliche Sache schon gibt, dass es vorher auch schon zu einer Schwangerschaft kommen kann. Also ist ein großes Thema und wissen viele nicht, aber leider muss man trotzdem verhüten. Ja. Ja, und vor allem, also nicht nur dieser Lusttropfe, der ja schon am Anfang aus dem Penis rauskommt, sondern dass es ja oft gerade bei den Jungs oder bei den Männern so ein Bedürfnis ist, dann halt auch abzuspritzen, dass das halt nicht immer klappt, dass man den dann noch vorher rauszieht, weil man dann doch tatsächlich so emotional ja, mit dabei ist, dass man dann auch nicht immer dran denkt. Also das ist ein riesiges Risiko wegen Lusttropfen, aber weil man es halt auch nicht immer schafft, das rechtzeitig dann so zu machen. Also finde ich, es ist ein riesiges Risiko, ein großes Risiko, dass man doch schwanger wird dadurch. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, es ist einfach auch dieses, sobald ich wirklich Sex habe, dass einfach dieses Bewusstsein da sein sollte, es kann ein Kind entstehen. Und gerade wenn ich nicht verhüte, noch mal viel mehr so. Ne? Selbst wenn man verhütet, ist die Chance ja da, aber... Definitiv. Also ich denke, da sollte man sich sehr davor hüten, das als natürliches Verhütungsmittel anzusehen. Und ja, ich kann immer nur sagen, Jungs, macht es nicht und Mädels auch nicht. Und grundsätzlich mit Kondome, also das ist wirklich meine Botschaft. Ich weiß auch, wenn sich das jetzt ein bisschen lehrhaft wieder anhört, aber das Risiko ist viel zu groß. Mhm. Ja, wenn du jetzt gerade auch sagst, so Jungs und Mädels, würdest du sagen, es gibt irgendwie, dass nur die Mädels oder nur die Jungs irgendwie die Verantwortung für Verhütung haben oder was denkt ihr dazu? Ja, also ich meine, es ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns auch wieder, dass die Jungs sich da ein bisschen rausziehen wollen, weil sie halt auch sagen, die Mädels werden schwanger, nicht wir. Ja. Aber man ist halt in der Verantwortung und bei den Jungs ist halt, die werden dann auch Papa, wenn es soweit ist. Also es ist nicht nur das Mädel, die motiviert. Und also es ist definitiv so, dass beide die Verantwortung haben, am besten beide zum gleichen Teil. Aber die Praxis sieht halt anders aus. Ja. Also sehe ich auch so. Leider ist es so, dass es immer noch mehr an den Frauen hängt, weil eben auch, ich sage jetzt mal, dass im Moment noch am eheste praktiziertes Verhütungsmittel halt tatsächlich die Pille ist, aber das Kondom ja im Prinzip, wenn es richtig angewandt ist, ja auch komplett sicher ist und das ist auch für die Jungs die einzige Möglichkeit, sich vor der Schwangerschaft zu schützen und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also das, so sehe ich das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles zu dem Thema gesagt. Ich kann immer nur wieder auf die tollen Videos hinweisen. Und da könnt ihr euch einfach die ganze Information auch nochmal anhören, die ich da weitergegeben habe. Und würde mich auch freuen, wenn ihr noch Fragen habt, kann man auch gerne noch nachfragen oder sich im Prinzip hier auch melden. Das Thema Sex ist ja total spannend. Vielleicht können wir mal darüber reden, ja, was ist überhaupt Sexualität? Was gehört dazu? Was ist auch erfüllte Sexualität? Was denkt ihr dazu? Also riesig großes Thema, würde ich sagen, was man groß aufteilen kann. Also erfüllter Sex, glaube ich,
würde ich definieren, ich meine, das macht ja jeder für sich selber, ich kann nicht für andere Leute reden, wenn beide so happy mit der Situation sind, dass beide befriedigt sind, was aber nicht heißt, dass jeder befriedigt sein muss. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß, was du und ich glaube auch, dass man, dass ein riesig großes Thema zum erfüllten Sex gehört, dass man offen miteinander sein kann. Ich glaube, das A und O zu Sexualität ist Offenheit, ja. Kommunikation. Das ist bei jedem Paar anders. Also ich denke, also es sollte auf alle Fälle ein Vertrauen da sein. Ich persönlich bin der Meinung, aber das ist mein persönliches Ding, ich muss nicht unbedingt schon verheiratet sein, aber ich muss eine klare Haltung auch zu dem Partner haben und möchte auch ja, der Sache vertrauen können eigentlich. Und ich möchte es selber bestimmen. Also das ist was, was mir ganz wichtig ist. Ich möchte es von niemand aufgezwängt kriegen. Also ich darf es auch von jemand aufgezwängt kriegen. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Und was du sagst mit der Befriedigung, ja, man darf auch mal nicht unbedingt zum Orgasmus kommen müssen. Und trotzdem erfüllte Sexualität haben. Es muss nicht immer nach Schema F ablaufen. Und was mir ganz wichtig ist, was ich ja auch gesagt habe mit Selbstbestimmung, ist, dass ich mit entscheide oder entscheide, was ich tue oder was wir tun. Und, ja, und vor allem, dass ich in so einem geschützten Rahmen mit dem Partner, der Partnerin bin oder so, dass ich das frei sagen kann und äußern kann, was ich möchte. Ja. Also, dass es schon im Vorhinein klar ist, was ich will und was ich nicht will. Und wenn es dazu kommt, dass irgendwas nicht nett ist, dass man drüber reden kann, ob man es will oder nicht. Also es muss halt wirklich ein Rahmen sein, wo man wirklich offen miteinander sein kann. Und du meinst auch dann so Grenzen zu akzeptieren und sowas? Ja, genau. Ja. Das ist das A und O. Ja, gegenseitig auch. Ja. Also auch von dem anderen, wenn der sagt, das will ich nicht. Dass man deutlich, klar und deutlich sagen kann, du jetzt, aber jetzt ist Schluss oder Stopp oder... Ich fühle mich jetzt vielleicht auch gerade mal nicht so wohl, dass ich auch mal was beenden kann, was vielleicht nicht für alle beide zu einer Befriedigung führen muss. Und dass ich zum Beispiel auch akzeptiere, wenn der Gegenüber sagt, nee, das möchte ich absolut gar nicht, obwohl das vielleicht auch ein Wunsch oder sowas ist, dass man halt dann drüber redet. Wenn es halt für den einen No-Go ist, dann wird es nicht gemacht oder so zum Beispiel. Also das muss halt klar sein, dass man nicht nur den Wunsch von sich selber, dass der akzeptiert wird, sondern halt auch vom Gegenüber. Ja, ich denke auch dieser Blick auf den anderen, dass ich möchte, dass es ihm gut geht und wenn der andere es bei mir auch hat, dann sind ja beide glücklich so. Ja. Und ich glaube auch, dass irgendwie viel mehr da drin steckt. Ich glaube, bei vielen ist es so wie, ja, es geht einfach nur um diese körperliche Befriedigung, aber es hat ja auch was mit dem Seelischen zu tun und irgendwie fühle ich mich wohl, habe ich Vertrauen und ich glaube, dass da viel mehr drin steckt und viel mehr Erfüllung drin sein kann, als wenn es nur so Hauptsache körperliche Befriedigung und dann... Also ich glaube, dass es für sehr viele rein körperlich ist. Aber ich glaube, dass Sex schöner sein kann, wenn du wirklich weißt, okay, die Person mir gegenüber, der lässt sich jetzt voll auf mich ein. Oder wenn man richtig das Gefühl hat, ich bin jetzt gut aufgehoben bei der Person und der weiß, was ich will oder die weiß, was ich will. Und auch zu wissen, okay, das, was ich jetzt mache, gefällt dem Gegenüber, genau so will der das. Ja. Ich glaube, das ist schon ein schönes Gefühl, was man haben kann. Ja, auch irgendwie zu wissen, ich kann ihm vertrauen, man kann ihr vertrauen. Oder irgendwie zu wissen, der steht zu mir oder der liebt mich, ist ja auch anders, als wenn, ja, das eben nicht so ist. Also finde ich auf jeden Fall. Ja. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass auch gerade, wenn man dann auch eine feste Beziehung hat, dass da halt sich auch ganz andere Sachen in der Sexualität auch entwickeln können, wie wenn das jetzt halt nur ein One-Night-Stand ist. Ja, ich denke, es ist wichtig nur, dass man halt weiß, dass man auch die Konsequenzen zieht. Das heißt, wenn ich mit einem nur einmal im Bett bin und danach nicht mehr, also vielleicht ghostet oder so, dann muss ich halt wissen, okay, ich muss die Konsequenz tragen. Einfach so dieses, was möchte ich, und Bewusstsein, das hat irgendeine Konsequenz. Mir war aber wirklich immer wichtig, dass ich selbstbestimmt Sexualität habe. Also das war mir halt immer wichtig und ich habe entschieden, wann ich mit jemandem schlafen möchte oder nicht und... was für Umstände es sind. Ne? Dein Körper und deine Entscheidung. Das war so meine Haltung und das habe ich auch durchgezogen. Also bist du auch nicht auf emotionale Erpressung eingegangen? Weil das findet man ja dann auch immer mal wieder so ein Stück weit. Ja. Du liebst mich nur wenn du mit mir schläfst. Also ich hatte mit 17 einen älteren Freund,
wo ich so ganz tendenziell leicht den Druck gespürt habe, aber nicht von ihm, sondern mir den Druck selber gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute noch stolz drauf, dass ich das durchgezogen habe, dass ich entschieden habe, wann ich bereit bin. Und das war mir einfach wichtig. Und er hat es aber auch toleriert. Also da klar kam mal so eine Andeutung, er würde schon gern, aber für mich war einfach wichtig, dass ich auf mich und auf meinen Körper höre. Und so habe ich das auch eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, sondern ich habe das wirklich bis heute so durchgezogen, dass ich mich nicht habe erpressen lassen oder ja, irgendwie beeinflussen lassen. Ich entscheide das. Aber ich glaube, der Druck ist eine große Behauptung vielleicht, aber tendenziell jetzt mehr geworden, glaube ich. Ich glaube, dass eventuell die Jugend heutzutage, weil es eben auch gerade mit Social Media da viel Druck gemacht wird, eher den Druck verspüre, ich muss vor 16 entjungfert sein oder ich muss vor 14 der erste Kuss haben oder sonstiges. Und da muss man auch nochmal sagen, also dass der Druck nicht unbedingt vom Gegenüber auch kommen muss, sondern ich glaube, dass es halt dass man sich selber halt auch viel Druck machen kann in den Sachen. Aber ganz ehrlich, auch zu unserer Zeit hast du dich darüber unterhalten und auch zu unserer Zeit warst du in einer Clique, wo das war cool und das war cool. Da ging es natürlich anders und es ist nicht so breit gedreht worden, aber irgendwo hast du trotzdem, oh Gott, die hat schon ihre Periode, ach Gott, die hatte ihren ersten Freund, ah, die hatte ihren ersten Kuss und du hast noch gar nichts. Also im Prinzip war es aber schon auch ähnlich. Mhm. Also auch wann habe ich das erste Mal, ich habe schon... Und hat sich auch damit profiliert und sich da dem zu widersetzen, war jetzt auch nicht immer so ganz einfach, auch zu unserer Zeit nicht. Ja, ich finde deinen Aspekt aber total gut zu sagen, man soll sich überlegen, warum oder wann und nicht einfach nur, weil es alle erwarten oder machen und da zu gucken. Genau. Ne? Und ich glaube, irgendwie da zu gucken, okay, wie möchte ich das, was ist mir das wert und das zu überlegen und sich nicht irgendwie unter Druck zu setzen. So, ne? Ja, und ich finde es auch, also ich finde es schon auch wertvoll, sich auch eventuell aufzuheben, wenn mir das wert ist oder ich sage, das ist mein Wert. Also das finde ich immer so ganz wichtig, zu gucken, was will ich ja, und nicht, was will die Gesellschaft, was will Social Media, was wollen die anderen. Und wenn ich das schaffen kann, ja, und das weiß ich, dass das natürlich heutzutage immer schwieriger wird, weil eben, wie du sagst, von allen Seiten der Druck noch mehr kommt und man vielleicht auch tatsächlich, ich sage jetzt mal, über Social Media gedisst wird oder gemobbt wird oder so weiter. Ja? Also, aber ich finde es halt immer gut, wenn man die Möglichkeit hat und wenn es eine beste Freundin oder ein bester Freund ist, der einen da auch mit unterstützt und sagt, ey, deine Entscheidung ist die richtige, das den Weg zu gehen und nicht, weil andere von dir erwarten, egal was du tust. Ne? Ich glaube, man muss sich auch einfach erstmal klar werden, wie wertvoll Sex ist. Ich meine, man hat das erste Mal nur ein einziges Mal und dann nie wieder. Ja. So. Und das ist das Intimste, was du machen kannst. Ich finde den Aspekt, den du gesagt hast, auch voll gut. Man kann es das erste Mal nur einmal einem schenken und sich zu überlegen, wem und mit wem will ich das haben. Ja. So, ne? Und das, oder auch irgendwie zu sagen, okay, es ist auch ein wertvoller Gedanke zu sagen, ich hebe mich auf für jemanden, den ich wirklich liebe und nicht mit irgendjemand, so, weil das ist ein krasses Geschenk, was du jemand machen kannst. Ja. Ne? Und ja, irgendwie da zu überlegen, was ist mir wichtig, was möchte ich so, ne? Weil eben Sex wertvoll ist. So. Ja. Ja, ich glaube, was halt auch viele vergessen ist, so dass man auch beim Sex sich ja einspielt auf den Partner. Fahrradfahren kannst du auch nicht sofort. Mhm. Und ich glaube, oft wird so gesagt, ja, bei Sex musst du sofort, irgendwie muss es klappen, aber es ist ja auch, dass du mit dem Partner entdeckst und guckst, was ist dem wichtig, was ist mir wichtig, wo ist Vertrauen da und so. Ne? Ja. Und ich glaube, was wir einfach vielleicht festhalten können, ist wirklich, dass Sex was richtig Wertvolles ist und man einfach ja, sich Gedanken machen sollte, mit wem, wann, wie will ich das haben und ja, da einfach sich den Wert bewusst machen. So. Genau. Ja, finde ich auch. Was darf denn im Thema Sex? Was darf ich von dem anderen verlangen? Was darf von mir verlangt werden? Wie weit darf ich gehen? Das finde ich auch ganz interessant. Ich finde, man darf den anderen auch fragen und man darf sicher auch seine Vorliebe oder das, was man gerne hätte, auch sagen. Mhm. Das finde ich schon mal ganz gut. Wobei mir halt die absolute Grenze ist, wenn da Druck und Zwang und Erpressung dahinter steckt. Also das ist ja das, was uns auch immer wieder begegnet und sicher auch uns in der Vergangenheit selber auch widerfahren ist.
dass man praktisch so hört, wenn du das und das nicht tust, dann entweder mache ich Schluss oder es hat die Konsequenzen oder. Und das finde ich halt, das geht halt gar nicht in der Partnerschaft. Oder auch beim Thema Sexualität generell geht das nicht. Ja. Das ist halt Manipulation. Das wenn man sagt, wenn du mich liebst, dann schläfst du mit mir oder machst das und das. Das ist dann keine Liebe, sondern Manipulation. Das ist ein Zwang und ich denke, das ist, also das gab es auch schon immer. Ich bin der Meinung und ich glaube, das habe ich in meinem Leben auch tatsächlich geschafft durchzuziehen. Es war nicht immer einfach, halt dann auch Nein zu sagen und ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Und auch wenn es vielleicht Konsequenzen hatte, dass dann halt der Partner weg war, dann war er halt weg, sage ich jetzt mal, sehr bestimmt auch. Ja, weil dann war es ja auch nicht der Richtige, wenn er nicht so behandelt. Definitiv nicht. Und für so jemand möchte ich mich auch nicht hergeben. Ja. Egal, ob das nur ein Kuss ist oder ob das tatsächlich Sex ist oder nur miteinander rummache. Ja. Nein, so jemand darf nicht an mich hinfassen. Ja. Weil das ist mir nicht wert gewesen. Ja, da bin ich. Ich habe auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich längere Zeit auch allein war. Und das habe ich gern gehabt. Da auch nicht unbedingt einen Partner, nur auf Teufel komm raus. Das hat ja super viel mit Selbstwert zu tun. Weißt du, was bin ich mir wert? Wie ordne ich das ein oder so? Da muss man ja schon auch bestimmt sein. Und ich glaube, als junges Mädchen zum Beispiel, du lernst es ja auch mit der Zeit. Mhm. Also ich glaube, am Anfang habe ich auch Erfahrungen gemacht, wo ich mir dachte, die hätte ich hinterher jetzt nicht machen müssen oder so. Und jetzt bin ich älter und denke mir, okay, wenn ich für irgendwas keinen Bock habe, dann mache ich es nicht. Ganz einfach nein, das will ich nicht. Wobei, da muss ich echt sagen, also ich war sicher in dem Alter, ich sage mal mit 14, 15, 16, noch nicht so, wie ich jetzt vielleicht drüber komme. Also definitiv nicht. Und trotzdem war für mich das immer wichtig, dass, also gerade beim Thema Sexualität und mein Körper, war mir das immer immens wichtig, dass ich selber entscheide und nicht jemand anders mich unter Druck setzt. Also da habe ich tatsächlich, auch wenn ich so nicht so selbstbewusst war, da hat mich keiner rumgekriegt. Und ich habe das tatsächlich, also da hatte ich eher Angst, was hergebe, also von meinem Körper preiszugeben, war für mich die Angst oder das größer, als zu sagen, ja, dann gebe ich mich halt hin. Ja, also das war für mich damals schon ganz wichtig, obwohl ich in anderen Dingen wesentlich schüchterner und also überhaupt nicht selbstbewusst war. Und ich glaube, da seinen Wert zu kennen, sagen, hey, ich bin wertvoll und ich kann was Wertvolles geben. Und es hat einen Wert und da einfach zu gucken. Und ich glaube auch dieses zu gucken, wie fühlt es sich an? Also wenn ich merke, das merkt man ja eigentlich, wenn irgendwann über Grenzen geht und es fühlt sich nicht gut an, dann darf ich Nein sagen. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig, weil es total was macht, wenn man das eben übergeht. Und da einfach wirklich zu sagen, okay, ich bin mir das wert und ich darf Nein sagen. Ja. Definitiv.